VTourist TV wird präsentiert von PTI, Panoramica Touristik International. Schon volle zwei Wochen im Gange und immer noch wenig bis gar nichts vom Sommer zu sehen und zu spüren. Dabei haben wir in diesem Jahr doch schon so lange auf den Frühling warten müssen. Glücklich ist, wer hierbei nicht vergisst, dass Sommer auch durchaus zu buchen ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MV Tourist TV, in denen wir Ihnen Angebote und Möglichkeiten aufzeigen möchten, wie Sie Sommer und auch Urlaub dennoch verbringen können. Eine Möglichkeit von mir lange Zeit ausgeschlossen, bis ich es dann selber zum ersten Mal probierte, in Prerow auf dem Darß, stellt das Camping dar. Und in Mecklenburg-Vorpommern können Sie das auf über 170 Camping- und Caravanplätzen. Camping, Urlaub unter freiem Himmel. Für die einen ist es die Rückkehr zur Natur und zum Einfachen. Es ist das Schlafen im Zelt oder der morgendliche Spaziergang. Und wieder andere genießen ihren Urlaub lieber im wetterfesten Bungalow. Ich campe gerne, weil das hier alles ungezwungener ist und im Hotel, da ist halt alles so strikt nach Maßstab da und nach Zeitplan und hier kann ich essen, trinken, machen, was ich will. Ich campe gerne, weil man mit seiner ganzen Familie zusammen ist. Man ist freier als wie im Hotel oder man ist eben locker. Weil mir das Spaß macht und da kann man gut Fahrrad fahren und da kann man spielen. Für jedes dieser Camperherzen lässt sich in Mecklenburg-Vorpommern etwas finden. So lockt im Regenbogencamp Prerow ein über 2,5 Kilometer langer Traumstrand auf die Halbinsel Fischland Darß-Zingst. Einmalig hier, dass die Wohnwagen auf diesem breiten, weißen Strand stehen. Nur wenige Meter sind es bis zum Wasser, der nassen Abkühlung an einem schönen, warmen Tag im sonnenreichsten Bundesland. Und auch hoher Komfort ist in allerschönster Natur möglich, wie in Göhren im Südosten der Insel Rügen. Ob nun im Zelt, Wohnmobil oder zwischen den Campern im Bungalow, Vielfalt und stets für jeden das Richtige dabei, das zeichnet die mehr als 170 Zelt- und Caravanplätze im Land aus. Das weiß auch Thorsten Paul vom 5-Sterne-Zeltplatz in Bürgerende, wo urwüchsige Natur, Meer und Felder in Verbindung mit der Meeresluft das Klima bestimmen. Die Natur und das Wasser, das ist das Erste, was zieht. Dann kommt eine breite Vielfalt an Möglichkeiten, die der Gast machen kann und auch bei schlechtem Wetter erledigen kann. Man kann viel Fahrrad fahren, man kann die Natur genießen, man kann am Strand gehen, man kann Städtebesichtigungen machen. Es wird sehr viel angeboten, auch kulturell, gesundheitlich. Für das ganze Jahr über, von 1.1. bis zum 31.12. Und das ist eigentlich das, was den Gast hauptsächlich hierher zieht. Ob nun also ein kleiner, gemütlicher Familienplatz oder ein großer, perfekt organisierter Zelt- und Caravanpark. Auch in Sachen Camping zeigt Mecklenburg-Vorpommern, dass es wie geschaffen ist für Urlaub. Camping bei uns im Land eine Möglichkeit, Urlaub zu verbringen. Eine weitere, weitaus bevorzugtere Möglichkeit ist das Reisen in fernere Gefilde. Ein mögliches Ziel, das stellen wir Ihnen jetzt in unserem Reisetipp vor. Marokko. Abwechslungsreich, gewaltig und zauberhaft. Das ehemalige Königreich begeistert seine Gäste mit einer einzigartigen Kultur und einem ganz besonderen Charakter. Und PTI Panoramica nimmt sie im Oktober, Januar und Februar mit und zeigt ihnen dieses traumhafte Land in Nordafrika. Genießen sie endlose Strände, lebendiges Treiben, weite Wüsten und ansehnliche Berge. Machen Sie also Urlaub in einem Land, das einerseits immer moderner wird und sich auf der anderen Seite die Vergangenheit bewahrt und pflegt.
bewundern Sie unter anderem die Städte Rabat, Marrakesch und das wunderschöne Casablanca oder bestaunen Sie die Wasserfälle von Usut. Weitere Informationen zu dieser Reise und zur Buchung erhalten Sie in jedem Reisebüro oder direkt unter www.pti.de. Also freuen Sie sich auf ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Hier die Tourismus-News für Sie. Die Störtebeker Festspiele auf der Insel Rügen sind in ihrer 21. Festspielsaison gestartet. Das aufwendig inszenierte Stück Beginn einer Legende ist Auftakt eines neuen fünfteiligen Zyklus um das Leben des legendären Piraten. In der Hauptrolle agiert erstmals der 33-jährige Bastian Semm. Zuschauer können noch bis zum 7. September auf der Naturbühne Rahlsvik miterleben, wie aus dem einzigen Landadligen der legendäre Freibeuter wurde. Mit insgesamt 360.000 Zuschauern. Im vergangenen Jahr waren die Störtebeker Festspiele Deutschlands beliebtestes Open-Air-Event. Wir bleiben auf Deutschlands größter Insel Rügen, die seit neuestem um eine Attraktion reicher ist. Am 15. Juni eröffnete in Prora das Naturerbezentrum. Im Mittelpunkt der mehr als 13 Millionen Euro teuren Anlage steht ein Baumwipfelpfad mit einem rund 40 Meter hohen Aussichtsturm. Um seine Aussichtsplattform zu erreichen, müssen die Besucher einen Pfad hinaufsteigen, der sich um eine Buche windet. Auf dem insgesamt 1,25 Kilometer langen Weg vermitteln mehrere Erlebnisstationen anhand von Modellen, Geräuschen und Schautafeln Wissen über die Natur. Pro Jahr rechnen die Aussteller mit bis zu 300.000 Gästen. Jedes Jahr am 2. August-Wochenende werden die Hansestadt Rostock und das Seebad Warnemünde zu einer maritimen Festmeile. So auch 2013, wo eine Flotte von mehr als 2000 Traditionsseglern vom 8. bis zum 11. August festmachen wird und zum Anschauen und Mitsegeln einlädt. Laut Veranstaltern verspricht die 23. Auflage der Hanse Sail eine ganz besondere zu werden. So hat sich eine bunte internationale Flotte von Windjammern bereits angemeldet. Unter anderem werden Segelschiffe aus Norwegen, Russland, Polen, Holland und Malta erwartet. Des Weiteren wird an den Kaikanten auf 7 Veranstaltungsarealen ein vielfältiges Programm geboten. Weltweit gilt die Hanse Sail in Rostock als größtes jährlich stattfindendes Traditionsseglertreffen. Mecklenburg-Vorpommern ist Deutschlands Familienreiseziel Nummer 1 und auch die kleine Insel Ummanz gehört dazu. Hervorragende Luft, angenehme Wassertemperaturen und tolle Strände locken immer mehr Urlauber auf die kleine Schwester der Insel Rügen, die sich auch immer kinderfreundlicher zeigt. Im Mai erschien nun eine neue Gästebroschüre mit vielen tollen Familienangeboten. Mehr dazu bald unter www.rügeninsel-ummanz.de, eine spezielle Seite, die gerade am Entstehen ist, zum Thema Familie und Kinder. Der erstmals vergebene deutsche Preis für Tourismusentwicklung geht an Hotels im Allgäu und auf der Insel Rügen. Über die in Berlin vergebene Auszeichnung freuen sich das Kur- und Wellnesshotel Mönchgut in Göhren, das für sein zukunftsgewandtes Angebot zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge prämiert wurde, sowie das Explorer-Hotel Neuschwanstein, das für kluge Investitionen und nachhaltige Ausrichtung gelobt wurde. Um den deutschen Preis für Tourismusentwicklung hatten sich 24 touristische Unternehmen aus allen Teilen Deutschlands beworben. Der zur ETB Berlin im März dieses Jahres ausgelobte Preis geht zurück auf eine Initiative der beiden im Tourismus kooperierenden Bundesländer Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern hat wieder der Festspielsommer begonnen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Festspiele MV, die damit in ihre 24. Spielzeit gehen, steht Musik aus der Alpenrepublik Österreich. Der Länderschwerpunkt soll beim Publikum die Lust wecken, Musik, Komponisten und Musiker aus Österreich neu zu entdecken oder auch einfach wiederzuhören. Noch bis zum 14. September möchte das drittgrößte Klassikfestival das musikbegeisterte Publikum in insgesamt 115 hochkarätig besetzte Konzerte an 79 Spielorte locken. Mehr zum Programm der 24. Festspiele MV erfahren Sie unter www.festspiele-mv.de.
Pünktlich zum Start der Fahrradsaison hat der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC, die Broschüre Ostseeküste Mecklenburg mit dem Rad neu aufgelegt. In der Radkarte sind 15 Tourenvorschläge von Travemünde bis zum Ostseeheilbad Karl-Müritz sowie in das angrenzende Binnenland beschrieben. Die Broschüre Ostseeküste Mecklenburg mit dem Rad kann ab sofort über die Geschäftsstelle des Verbandes telefonisch bestellt werden, und zwar unter 038203776110 oder im Internet unter www.ostseeferien.de. Natürlich ist sie auch in den Touristinformationen und Kurverwaltungen der Region erhältlich. Soweit unsere Tourismus-News. Über die Geschichte der Leuchttürme weiß man heute wenig. Fest steht, dass auch schon Jahrhunderte vor Christi im östlichen Mittelmeer reger Seehandel stattfand und damit es wohl auch Leuchtfeuer gab, um auch bei widrigen Witterungsverhältnissen den Heimathafen zu finden. Der höchste Leuchtturm der Welt steht übrigens in Saudi-Arabien und misst über 140 Meter. Der höchste Turm in Deutschland befindet sich in Kampen an der Emsmündung und misst über 65 Meter. Weiter Wissenswertes zu den Schifffahrtsnavigationshilfen, das erfahren Sie jetzt in unserem Folgebeitrag. Zehn Leuchttürme in Mecklenburg-Vorpommern leiten den Seefahrern den Weg. Beständig bei Wind und Wetter findet man sie an der Ostseeküste, von der Insel Rügen bis zur Insel Pöhl. Auch auf der Insel Oi, dem Daas, bei Kühlungsborn, in Warnemünde und auf Hiddensee sind die Leuchtfeuer mehr als Seezeichen. Aussichtstürme für die Besucher. Am Kap Arkona auf der Insel Rügen lotst der Schinkelturm Hochzeitspaare in den Hafen der Ehe. Zudem ist es der einzige Ort an der Ostseeküste mit zwei Leuchttürmen. Der Leuchtturm mit seiner quadratischen Bauweise wurde 1827 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel in der Backsteinbauweise erbaut. Sein Leuchtfeuer war 8 Seemeilen sichtbar. Heute sind auf den einzelnen Etagen Ausstellungen zur Seefahrt. Gleich daneben das Leuchtfeuer Kap Arkona. Alle 17 Sekunden sendet es 3 Blitze aus und ist 24 Seemeilen sichtbar. Beide Türme können besichtigt und bestiegen werden. Mit einem wunderbaren Ausblick auf Ostsee und die Insel Rügen. Einer der herausragenden Sehenswürdigkeiten des Landes ist der Leuchtturm im Ostseebad Warnemünde. Mit seinen 32 Metern steht er an der Zufahrt zum Rostocker Hafen direkt an der Mole. Während der Saison ist er für Besucher zugänglich. Dem Himmel am nächsten ist der Leuchtturm auf dem Bastorfer Berg nahe Kühlungsborn. Selbst nur 21 Meter hoch, aber durch seine Lage auf dem 78 Meter hohen Hügel erreicht das Leuchtfeuer eine Höhe von 95,3 Metern. Er kann besichtigt werden. Von der Aussichtsplattform blickt man auf Kühlungsborn und bei gutem Wetter sogar bis Dänemark. Platz 2 belegt das Leuchtfeuer Dornbusch auf der Insel Hiddensee. Sein Signallicht blinkt in einer Höhe von 95 Metern. Über 102 Stufen kann er bestiegen werden. Mit Blick auf die Inseln Hiddensee und Rügen. Die Insel Pöhl hat in Timmendorf und Gollwitz jeweils ein Leuchtfeuer. Sie markieren die Einfahrt zur Wismarer Bucht. Beides sind Zwecktürme und gewährleisten eine sichere Seefahrt. Darüber hinaus gibt es entlang der Küste noch etliche Molenfeuer und Quermarkenfeuer. Ein feststehendes Licht, das bei Dunkelheit gleichmäßig blinkt und im Umkreis von 360 Grad strahlt. So zum Beispiel das Leuchtfeuer in Gellen auf Hiddensee. Leuchttürme haben heute ihre ursprüngliche Bedeutung noch nicht verloren. Und doch werden sie mehr und mehr durch GPS-Geräte ersetzt. Doch die Seefahrerromantik und der Blick auf unser Land Mecklenburg-Vorpommern bleibt. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wo auch immer und wie auch immer Sie Ihren Urlaub verleben, wir hoffen, dass Sie freudvolle Stunden verbringen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, auf Wiederschauen. MV Tourist TV wurde präsentiert von PTI,
Panoramica Touristik International.